Das Gesetz der Anziehung ist ehrlich. Es zeigt dir, wo du wirklich stehst und welches deine unbewussten Schattenthemen, Denkmuster und Überzeugungen sind. Wenn also trotz aller Bemühungen immer das Gegenteil von dem eintrifft, was du dir wünschst oder woraufhin du arbeitest, dann ist da eine Seite in dir, die warum auch immer, dir immer wieder das gleiche Ergebnis liefert, indem sie deine Bemühungen sabotiert. Das Phänomen der Eigensabotage ist gar nicht so selten, wie du vielleicht denkst. In jedem von uns herrscht ein Aber, welches uns vom Gegenteil dessen überzeugen will, was wir scheinbar glauben oder für richtig halten. Daraus resultiert sogar ein Kinderspiel, der Gegenteiltag. An diesem Tag darf man nur das Gegenteil von dem sagen, was man tatsächlich meint. Auch der Hofnarr im Mittelalter war nicht nur zur Belustigung des Adels da, sondern hatte die Aufgabe, auf eine legitime, weil witzige Art zu irritieren und zu provozieren und stets das Gegenteil von dem zu tun, was man von normalen Menschen erwarten würde. So regte er zum Nachdenken und Reflektieren an, aber natürlich auch zum Lachen, was das Ganze etwas auflockerte, so dass sich niemand persönlich angegriffen fühlen musste. Solch ein innerer Hofnarr spielt auch jedem von uns hin und wieder Streiche, die wir leider nicht immer so lustig finden. Doch, wie auch der Hofnarr im Mittelalter, möchte der innere Hofnarr zum Denken und Reflektieren anregen und dir eine andere Seite zeigen. Die des berühmten Gegenteils deines bewussten Seins. Nämlich nicht in dein Bewusstsein integrierte Teile deines inneren Schattens. Je mehr du dann etwas möchtest, desto weniger funktioniert es. Da uns diese sabotierende Seite, die uns der Hofnarr versteckt zeigt, meist völlig unbewusst ist, kommst du mit dem Willen allein nicht weit. Du musst dich mit dieser Seite in dir auseinandersetzen, dich mit ihr aussöhnen, sie heilen, damit sie dann wieder als Teil deiner Ganzheit für und nicht gegen dich arbeitet. Der Hofnarr selbst darf Hofnarr bleiben, denn er ist nicht der eigentliche Saboteur, sondern eine rote Ampel, die dir zeigt, dass es Zeit ist, stehen zu bleiben. Hieran kannst du deine unbewusste Eigensabotage erkennen. Wie gesagt, ist das deutlichste Zeichen für Eigensabotage, dass meist das Gegenteil von dem eintritt, was du dir wünschst. Punkt 1. Wenn du also trotz allen Fleißes stets erfolglos bleibst und zusehen musst, wie andere die Karriereleiter hochklettern, denen der Erfolg scheinbar unverdient nur so zufliegt. Zweitens, wenn du das Gefühl hast, dass in deinem Leben ständig etwas schief läuft oder du dich stets in einer Art Drama ohne Happy End befindest. Drittens, wenn du trotz aller Bemühungen finanziell auf keinen grünen Zweig kommst. Viertens, auch Blackouts bei Prüfungen oder verbale Ausrutscher beim Vorstellungsgespräch gehören oft in die Kategorie der Eigensabotage. Fünftens, sogar die Unfähigkeit, den inneren Schweinehund zu überwinden, beim Abnehmen, beim Einhalten wichtiger Termine oder einem anderen, für dich wichtigen Vorhaben, sind typische Zeichen von unbewusster Eigensabotage. Sechstens, wenn du dir immer wieder den falschen Partner auswählst, mit dem eine glückliche Beziehung eigentlich schon von vornherein ausgeschlossen ist, sägst du damit ebenfalls auf dem Ast, auf dem du eigentlich sitzen möchtest. Die große Frage ist, warum mache ich das? Warum inszeniere ich Ereignisse oder ziehe Personen in mein Leben, die mir sogar schaden können, obwohl ich das doch eigentlich unmöglich tatsächlich wollen kann?
Wenn jedoch jemand anders oder du selbst dir diese Frage so unverblümt stellen würde, käme als Antwort vermutlich ein entrüstetes: Ich mach das doch gar nicht, zumindest nicht mit Absicht. Dabei könntest du mit dieser Antwort sogar recht haben. Erstens verhinderst du deinen Erfolg und dein Lebensglück tatsächlich nicht mit Absicht. Und zweitens ist es nicht dein dir bekanntes Ich, welches hier am Werk ist, sondern vielmehr dein alter Ego, eine dir unbekannte Seite, die durchaus ihre eigene Gründe für dieses scheinbar eigensabotierende Verhalten hat. Weshalb nur scheinbar eigensabotierend? Auch dies ist ja nur eine einseitige, deinem bewussten Ich unterstehende Sichtweise. Aus der Sicht deines alter Egos heraus wird dieses Verhalten durchaus einen Sinn oder sogar Vorteile haben und womöglich zu einem erwünschten Ergebnis führen. Ja, dieses ist ganz anders als das, welches du dir bewusst vorgestellt hast. Frage dich also, was habe ich durch meine Eigensabotage nicht bekommen und was ist das Resultat, die Folge davon? Und was habe ich stattdessen bekommen? Beziehungsweise, was hat mir mein unverständliches Verhalten gebracht? Vielleicht sogar an Positivem. Mit diesen Denkanstößen verabschiede ich mich für heute, da diese Informationen erst einmal in dir sacken dürfen. Zum Thema alter Ego, unbewusste Schattenanteile, Eigensabotage und dem unbewussten Anziehen von Dingen, die du eigentlich nicht willst, folgen natürlich weitere Beiträge. In diesen erfährst du auch, inwieweit solche Blockaden dir sogar dienen können und wie du letzten Endes aus diesem destruktiven Kreislauf herauskommst und dein Leben konstruktiv gestalten und manifestieren kannst. Und wenn du einen großen Schritt auf deinem Weg der Bewusstwerdung und Transformation machen möchtest, dann besuche mich auf meinen Retreats. Alle Infos findest du auf chakratunes.com. Und wenn dir das zu groß, zu viel, zu weit ist und du lieber von zu Hause aus mit mir arbeiten möchtest, dann schau dir den Chakra-Online-Kurs Das Tor zur Seele an. Das ist auch eine ganz wunderbare Möglichkeit, in dein Inneres zu reisen und Transformation zu erfahren. Und für heute Nacht empfehle ich dir die Einschlafmeditation für Freude und Leichtigkeit. Den Link findest du wie immer unten in der Beschreibung. Ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis morgen.